gerade noch in der Reha-Phase von meiner Knieverletzung und arbeite daran, wieder die Muskulatur wieder komplett aufzubauen und dann auch wieder aufs Boot steigen zu können. Irgendwann. Ja, ist natürlich schwierig, wieder eine Verletzung zu haben, aber ich kenne das mittlerweile ganz gut und weiß auch damit dementsprechend umzugehen. Im Moment mache ich 2 bis 3 Mal die Woche Physio. Einmal hier in Schicksee die Woche und 2 Mal bei Lubinox in der Stadt. Und wir machen einen langsamen Fortschritt, sag ich mal. Die letzte Saison hat damit angefangen, dass ich im Februar, das ist irgendwie nicht so mein Monat, eine Knie-OP hatte am anderen Bein und da dann auch wieder sehr schnell und sehr gut zurückgekommen bin und auch recht schnell dann gute Erfolge verzeichnen konnte und halt im Sommer den Weltmeistertitel U19 gewinnen konnte. Es war die erfolgreichste Saison, die ich je hatte bisher. Bin da auch sehr froh drüber, dass es dann so gelaufen ist, trotz der Knie-OP. Ja, lief leider nicht ganz so. Da waren auch die Vorbereitungen nicht so gut, muss ich zugeben. Ich war davor sehr lange krank. Gut, hab dann noch versucht, das Beste draus zu machen, aber es hat einfach nicht zusammengepasst. Die Bedingungen, die Voraussetzungen und man kann halt nicht immer gewinnen. Mit der Nachwuchstrainingsgruppe, das sind Laura Schewe, Lena Weißkichel, Lina Fischer und Vanessa Gregor. Und ja, ich glaube, wir bilden ein ganz gutes Team, pushen uns gegenseitig und wollen natürlich schnellstmöglich an die Senioren anknüpfen. Die hat mir jetzt wirklich in den letzten Wochen sehr viel gefehlt. Die waren ja andauernd auf Mallorca. Ich war hier alleine und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Anschub, sich anzuspornen und noch schneller wieder zurückzukommen. Schwer zu sagen, den ersten Qualifikationswettkampf konnte ich ja jetzt nicht mitfahren. Deswegen müssen wir mal gucken, wie sich das mit der Kieler Woche abzeichnet. Aber ich mache mir da auch selber jetzt keinen Druck und schauen wir, was kommt.